Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Disney's Dreamlight Valley. Boah, draußen schneit's richtig. Es ist zwar kein Schneesturm per se, aber es schneit ja richtig runter. Jung. Okay, wir sind aber hier jetzt nicht bei Frozen, sondern wir sind bei Vaiana. Und wir haben für sie Sachen gesammelt, die wir leider nicht behalten dürfen. Seidengewebe und Holz. Bitteschön. Ich glaube, wir müssen noch mit Maui reden. Ich danke dir. Das ist genau das, was ich brauche. Wir sind bald bereits im Aufbruch. Ist sie jetzt bei mir am Deck? Nee. Moment. Das ging jetzt zu einfach. Das war zu einfach. Hallo. Lass mich raten. Du bist Vaianas neue Helferin, richtig? Ich schätze, sie hat dir von mir erzählt, dass ich Maui bin. Wollen wir den mal ärgern? Wer bist du nochmal? Sehr lustig. Menschen sind so lustig, als ob du noch nie von mir gehört hättest. Ich weiß nicht. Ja, du hast wirklich noch nie von mir gehört? Okay, wenn du dir die Zeit genommen hast, dich über meine legendärsten Heldentaten zu informieren, werde ich dir vielleicht helfen. Danke, Zwerg. Mist, hätte ich jetzt sagen müssen, ich weiß, wer das ist und Ruhe ist. Hey! Hallo Maika, wie läuft's mit Maui? Er sagt, er will mich testen. Oh, ist er das? Das klingt nach ihm. Nun, keine Sorge, ich werde dir alles über Maui erzählen. Maui, Formwander, Halbgott des Windes und des Meeres, Held der Menschheit. Vergiss diesen Teil nicht. Und er hat einen magischen Angelhaken, mit dem er sich in verschiedene Tiere verwandeln kann. Es gibt eine Menge Geschichten über ihn. Ich glaube aber, dass er seine Lieblinge hat. Damals vergrub er Aaldärme, die zu einer Kokospalme waren, heranwuchsen. Ich glaube, das ist alles, was du über Maui wissen musst. Bis bald. Ist das euer Ernst? Muss ich das jetzt echt machen? Oh, hey. Mal sehen, wie viel du über mein Lieblingsthema weißt. Mich. Erste Frage, wie lautet mein offizieller Titel? Hey. Held der Menschheit. Das ist richtig. Die meisten vergessen den letzten Teil. Gute Arbeit. Ganz ehrlich, die hätten ja auch mehrere Antworten geben können, nicht nur zwei. Nächste Frage. Was habe ich, Held der Menschheit, vergraben, um Kokosnussbäume wachsen zu lassen? Alle. Ja! Ja, ich muss zugeben, ich war etwas überrascht, als das passierte. Ich ja. Bitte nicht, weil ich will mir Zeit lassen mit dem Spiel. Ich habe da so viele Quests, wir kriegen das Geld schon irgendwie zusammen. Ich weiß, dass man Skinner sagt, der pflanzt zum Beispiel immer Kürbisse an und verkauft die Kürbisse. Aber warum sollte man sich gegen diese Ergebnisse stellen, von allem, wenn die köstlichen Kokosnüsse beinhalten? Mal sehen, ob du alle Fragen richtig beantworten kannst. Letzte Frage. Welche Macht erhalte ich durch meinen Angelhaken? Das Formwandel. Juhu! Ich sag's mal so, ich könnte auch die ganze Zeit pflanzen, aber ich bin irgendwie gefühlt nur einmal die Woche halt in dem Spiel und ich weiß nicht, ich will mir einfach Zeit lassen mit dem Ding. Das Ding wird wahrscheinlich auch nie enden. Den Kombi mit direkt fertig gießt keine Mega, ja, sag ich doch. Kinder, es geht halt immer so gleich auf Funktionen und ich einfach so, ja, ich mach einfach. Ja, du, meine Freundin, hast den Maui-Test mit Bravour bestanden. Schön, einen Fan zu treffen. Was brauchst du? Kannst du mir dabei helfen, die Trümmer vom Strand zu entfernen, damit ich Vaianas Kanu frei bekomme? Sicher, gib mir die Spitzhacke, die du da hast. Ich mach sie so stark wie mein Haken. Oh, können wir jetzt da den Weg freischalten? Hier, bitte, ein Geschenk vom Halbgott. Jetzt geh und befreie das Kanu. Wieso machst du das nicht? Gern geschehen. Sag mal, hatten wir nicht schon ein Upgrade? Was haben wir abgegradet? Was, die Gießkanne? Nee. Die Schaufel. Die Schaufel war's. Weil mir kam es eigentlich so vor, als hätten wir schon ein Upgrade gehabt. Ein Werkzeug-Upgrade. Bäm. Ich mach euch alle.
Weil ich glaube, Jafar hatte doch auch eine Sache abgegradet bei uns, oder? Oder kam mir das nur so vor? Erzähle Maui von meinen Heldentaten, aber sicher das. Ich habe auch sonst nichts zu tun. Oh, das mit den Sammlungen, ne? Kennt ihr das? Das habe ich auch tatsächlich. Ihr werdet lachen, aber das habe ich auch bei WhatsApp zum Beispiel, wenn ich bei Status immer sehe, dass da so ein Punkt ist. Dann will ich immer, dass der Punkt verschwindet. Genau wie da. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Nun, du hast es geschafft, Michael. Ja, ich weiß. Nicht annähernd so fantastisch wie mein Kampf mit Tamator. Aber naja, du bist ja auch nur ein Mensch. Boah, der Film. Aber ganz ehrlich, das war ziemlich cool, als denn Tamator die Stimme von Son Goku war. Das war so. Oh, geil. Maui, ich hoffe, dass ich eines Tages dein aufgeblasenes Ego platzen kann. Haha, du hörst dich genauso an wie bei Janan. Geh jetzt und hilf Vaiana bei ihrem Fischding. Großartig! Zieht die jetzt bei uns ein? Du hier. Okay, die viel zu tun. Die Sturmtrümmer sind bereit, beseitigt und mein Kanu ist bereit. Siehst du die Linie, wo der Himmel auf das Meer trifft? Ich wollte schon immer dorthin segeln. Wenn du so bist wie ich, wirst du es lieben. Okay, lass uns an Bord meines Bootes gehen und ein bisschen Spaß auf dem Meer haben. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Hey! Jetzt, wo wir auf dem Meer sind, möchte ich dir etwas zeigen, wie tief du sinken kannst. Als ich am Kanu gearbeitet habe, habe ich das hier zwischen den Planken gefunden. Ich weiß nicht, wie es dorthin gekommen ist oder was das ist. Es sieht aus wie eine Karte, aber nichts darauf kommt mir bekannt vor. Könntest du einen Blick darauf werfen? Ich krieg Angst. Toll. Was habe ich gemacht? Eine Karte. Es ist eine Karte. Ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast, aber jetzt verstehe ich sie. Sie zeigt die verschiedensten Bereiche des Meeres in der Nähe dieser Insel. Die ergiebigen Fischgründe werden weiter draußen sein, aber sieh nur, ein dichter Nebel versperrt uns den Weg. Wir müssen etwas finden, womit wir sicher passieren können. Etwas, was uns den Weg erhält. Ich sehe mich um. Der Karte zufolge befinden wir uns im Süden in der Nähe des Nebelrandes. Es sieht so aus, als gäbe es noch ein paar andere Orte, die markiert sind. Das hier sieht aus, was wie eine Felsennadel im Nordwesten und die kleine Insel im Nordosten. Ein Korallenriff im Südwesten und ein Schiffswrack im Südosten. Warum willst du nicht aus, wo wir als erstes suchen? Ich habe das Gefühl, dass du etwas finden wirst, das uns den Weg leuchtet. Muss ich da jetzt einfach mit dir reden? Keine Angst, der Ozean ist mein Freund. Ich bin Segler. Wohin geht's, Maika? Lass uns segeln zu den kleinen Inseln. Die kleinen Inseln, das klingt gut. Toll. Lass uns ich hab keine Ahnung. Sind wir jetzt bei den kleinen Inseln? Ich komme hier nicht weg. Was erzählt ihr mir denn hier? Sehr schön. Angeguckt, kommt nicht weiter. Keine Angst. Das Schiffswrack. Klingt gut. Auf Wiedersehen. Ich komme hier aber auch nicht weg, oder? Was erzählt ihr mir denn da? Hallo. Ich bin bereit zu segeln.
Muss ich das jetzt absuchen? Jeden Einzelnen oder was? Nirgendwo ist hier was. Was einen leuchten könnte. Doch da. Geben. Jetzt sag nicht, ich muss dir das nur anzünden. Du hast eine Fackel gefunden. Das ist fantastisch. Sie wird uns helfen, den Weg zu erhellen. Lass uns zum Rand des Nadels fahren. Ich werde sie auf dem Kanu befestigen, während wir segeln. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo. Keine Angst. Lass uns fahren. Okay, wir sind bereit. Auf in den Nebel. Die Fackel, die wir gefunden haben, wird die Nacht und das Meer erhellen. Danke. Ich finde, der Rochen, der da so rumspringt, ne? Oh nein, ich muss angeln. Der Rochen, der da so rumspringt, ich finde. Der leuchtet auch so schön. Warum macht der das nicht? Also Vajana können wir denn auch als Fischerin einsetzen, ne? Wenn die doch zu uns... Oh ey, ich hasse es. Ich gehe jetzt davon aus, dass die halt denn bei uns auch rumspringt. Ich hasse es wirklich. So. 6 Bananen gefuttert. Damit einem schlecht wird. Yay, ich habe einen Fisch gefangen. Ein Albino-Thunfisch. Ich will meinen Fisch behalten. Was soll denn das? Hallo. Du hast einen Fisch gefunden. Das bedeutet, dass es ein guter Ort für meine Leute sein wird, um unsere Vorräte aufzufüllen. Vielen Dank für deine Hilfe, Maika. Wenn du willst, kann ich jetzt mit dir dein Tal besuchen. Du brauchst einen Ort, an dem du leben kannst. Der sich vertraut anfühlt. Das wäre schön. Ich werde zur Insel zurückgehen. Hole mich, wenn du bereit bist. Auf Wiedersehen. Sorge dafür, dass Vajana sich im Dorf wohlfühlt, indem du Vajanas... Was, was baue ich? Was will die? Die pennt jetzt nicht im Kanu oder so, ne? Oh, ist das gruselig hier. Ich hab jetzt schon Angst. Das ist ja auch gar nicht klein. Warte. Nee, jetzt muss ich mal was... Oh, ich krieg's nicht hin. Warte mal. RT. Ja. Dankeschön. Die Kimate ist ja überhaupt nicht klein. Was haltet ihr denn davon, dass wir das denn hier so hinstellen? Oder ist das zu blöd? Hier so? Dann könnte da noch so eins hin? Ich meine, dann hat die einen Teich direkt vor der Hütte. Finde ich, glaube ich, ganz in Ordnung. Oh, das, ich habe so Probleme manchmal damit, ne? So. Jetzt sag nicht, ich kann das Ding da nicht hinstellen, weil... Pilz. Guck mal, wenn ich das jetzt da so hinstelle... Kannst du mal bitte weg. Ich meine, ich könnte es auch an den Strand verfrachten, ne? Aber ich habe... Der Strand ist mir nicht so. Oder hier. Bin ich eigentlich, glaube ich, auch ganz hübsch. Du kommst mal da weg. Du kommst mal da weg. Ich sehe nichts. Oh, alles dunkel. Ganz ehrlich, das ist das perfekte Wetter. Wir holen im Prinzip... Ach Quatsch, so rum.
Wir holen im Prinzip eine Sonnenanbeterin genau dann, wenn es regnet. Kassita muss ich noch irgendwann umstellen, ey. Die regt mich so auf. Also Kassita. Weil ich finde, dass die passt da einfach nicht hin. Ich brauche einen größeren. Ein größere Platz für sie. Die ist halt einfach zu groß. Sorry, aber die ist einfach massiv zu groß. Hallo, süßes kleines Kind. Hier bin ich. Lass mich in Ruhe. Ich kann jetzt nicht. Ich muss schön machen. Das ist halt so der Ansporn, den ich habe. Der kleine Dings kann auch hier so hin. So. Mit dem Blick auf mit dem Blick auf aufs Meer. Hat doch was. Hallo. Hi. Ich verstehe nicht, worauf du noch wartest. Bezahle die Gebühr und Dagbar unter mir wird ein Haus bauen. 2000, hey. Ist ja teuer. Ich freue mich schon darauf, Vajana im Dorf zu haben. Als große Abenteurerin hat sie sich ja viele Geschichten zu erzählen. Sehr hübsch. Heiße Viljana willkommen. Mach ich. Und da ist er! Sie glänzt so. Wieso muss ich eigentlich mit jedem von denen ein Bild machen? Ich verstehe das nicht. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Das ist also, dies ist dein Zuhause. Es ist so nass. Komisch. Nun, es ist definitiv nicht wie Montunui. Aber ich liebe es, neue Orte zu erkunden. Ich bin froh, dass du mich hergebracht hast. Ich schätze, dass ich helfen kann. Ja. Oh, ja. Mhm. Es ist schön, dich zu sehen. Du magst doch bestimmt Fisch. Guck mal. Ja, das mag ich. Danke, es ist so schön, dich zu sehen. Ja. So. Sprich mit Maui, aber mit Maui gehen wir gleich. Ich hab... Erstmal will ich mir das Häuschen von der angucken. Und zum anderen möchte ich mir das Häuschen von der angucken. Das habe ich aber weit nach hinten gestellt, du. Hier ist ja nichts drin. Ich glaube, ich muss die nochmal... Das Haus vielleicht nochmal ein bisschen nach vorne versetzen. Nee, ne? Es sieht eigentlich schon hier schon ganz gut aus. Aber tatsächlich nehme ich statt... wo ist denn jetzt die Palme? Ach, hier. Du kommst da mal so hin. Hallo. Hallo. Habe ich eigentlich noch so Wege? Den Schotterpfad. Dankeschön. Uiui, ich sehe nichts. Baum. Ah. Hey, Kumpel! Komm her! Geh weg! Kennt ihr diese zwei Katzen immer so? Mau! Kann ich die jetzt alle kaputt machen? Ja, und ich krieg Sand. Was ich bräuchte, sind aber so Kiesel, ne? Hier bin ich!
Wir müssen reden. Wie? Nee. Die Großen willst du nicht, oder was? Stell dich nicht so an. Oh, stimmt ja, das musste ich fangen oder so, ne? Geh weg. Wuffy! Du machst mich ganz kirre. Sehr gut. Brauchst du etwas von Mark? Dann komm einfach zu mir. Kennt ihr das? Ich kann das nicht, ne? Ey, wenn da immer einer so neben mir hockt und dazu guckt. Wieso geht das jetzt nicht? Komm schon! Als ob. Dafür ist meine Spitzhacke jetzt nicht schütze noch, oder was? Da hat Maui schon wieder nur Blödsinn gemacht. Ach ja, der Schmarksplitter, wo ich nicht weiß, wofür ich den brauche. Oh, sehr gut. Das mache ich auch immer. Wenn mir langweilig ist, dann mache ich das auch. Nee, 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 nee. Ich brauche Kiesel. Geben Sie mir mal Kiesel. Das ist schön, dass ich jetzt Sand habe, aber irgendwie ist nicht das, was ich wollte. Also den Schotterweg zu machen ist ja schon so, ne? Nach dem Motto, nö, gibt's nicht. So, das kann ich noch nicht machen. Auch sehr schön. Das landet dann irgendwo da, wo ich nicht hinkomme, ne? Aber. Falsche Richtung. Mir wurde doch eben gerade angezeigt, dass ich eventuell das eine pflanzen kann. Ich habe ein Möhrchen gepflanzt. Ich müsste eigentlich noch eine Tomate gepflanzt haben. Hier sind die Steine. Genau, da ist das Tomätchen. Und hier... So, jetzt wackelt. Gold und Braun. Los jetzt. Und hier ist Tomate und da ist Dings und... Oh, da muss ich jetzt warten. Dann gehen wir mal ganz schnell kurz nach Hause. Ich kann natürlich hier nicht rausporten. Warum sollte ich auch? Mach mal meine Kiste, beziehungsweise meine Taschen mal leer. Wir müssen eine Taschen mal leeren hier. Ich habe so viel Kram in meinen Taschen. Ich habe so viel Kram in meinen Taschen. Man könnte ja versuchen, nochmal Garnelen zu fangen, um Bouillabaisse zu machen. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Hi. Könnt ja viermal Bouillabaisse machen. Das würde ja gar nicht auffallen. Wenn ich 6, 8 Fische... Guck nochmal, ich brauch Garnelen, ne? Weil an Kartoffeln und Zwiebeln komme ich gerade nicht ran. Und ich muss 5 machen. Das heißt, ich müsste Tomaten anpflanzen.
wir mal. 8 Fische. Und 4 Garnelen. Habe ich denn Tomaten? Ja, Tomaten brauche ich noch nicht mal anpflanzen. So, dann gucken wir mal, ob jetzt mein Nur, dass Weizen... Du's weißt, ich habe ein paar neue Waren. Oh, es ist un hermoso día. So Sonne. Voilà. Ich finde, Elsa sieht hier richtig komisch aus. Aber Stitch ist ja da, Pocahontas. Schau mal, Stitch gibt's ja. Weil du meintest, sie sollten Stitch und Dings einfügen. Pocahontas. Was kriege ich denn? Mehr Details. Oberteil. Ein Boot, ein Fuß. Ein Kleid, okay. Ach, das ist das DLC? Woran erkennt man das? Insel der Ewigkeit. Das hier ist das DLC. Ach so, du hattest das Grundspiel schon durch. Aber die haben doch immer wieder Updates gemacht und neue Leute reingezogen. Vielleicht ist er jetzt dazugekommen. Weil Insel der Ewigkeit ist ja das DLC und da werden mir nur die 3 hier angezeigt. Genau, weißt du das zufällig, ob Stitch Grundspiel oder DLC ist? Ich meine, kann gut sein, dass es das DLC ist, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Guck mal, es ist durch. Ich bin durch. Was kommt jetzt hier für ein Blödsinn? Kann ich das kaputt machen? Ihr nervt mich gerade hier ein bisschen. Jo. Mal ein bisschen Platz schaffen hier. Was willst du? Das Rätsel, das letzte Rätsel, bleib auf Trab kochen und essen, was man angebaut hat. Ach, hier ein Rezeptbuch. Was kriege ich? Eine weiße Jeansjacke mit Mickey Mouse aufhängen. Ja, sieht nicht schlecht aus. Was lerne ich denn? Nudeln mit Gemüse, ist das dein Ernst? Aber nur 3 Sterne. Warum? Muss ich es irgendwo hinpacken? Muss ich es essen? Muss ich es irgendwie hinlegen?
Ah, ich muss das essen. Ich dachte, ich bin durch hier. Mit der letzten Rätsel. Ich habe eine neue Sprache gelernt. Sie ist extrem einfach zu lernen und man kann komplizierte Ideen ganz schnell ausdrücken. Ich werde sie benutzen, um mein Tagebuch zu führen. Sehr gut. Noch eine letzte Sache. Und du kannst gehen. Fang die Kugel, die unten liegt, ohne zu flehen. Feuer, Feuer, Feuer. Okay. Ich muss also angeln. Sagst du. Ohne zu flehen, sagt er. Macht. Easy! Naja, sagte sie. War ein zweiten Versuch. War nicht first try, gebe ich zu. Platziere die Kugel der Macht an den Säulen in der Nähe der mythischen Grotte. Okay. Aber das war eigentlich ein schönes Ding. Das war eine schöne Art und Weise, tatsächlich hier weiterzukommen. Dass du halt immer so kleine Rätsel machen musstest und verschiedene Sachen, ne? Bergbau, Pflanzen, also Farming und dann natürlich auch Kochen. Hat was. So, auf die Gefahr hin, dass Ursula gleich richtig, richtig am Schimpfen ist, aber das interessiert uns ja nicht. Wo kam das denn jetzt? Ach, hier geht's zum Wald, oder was? Lass mal kurz hochschneckern. Ah, haha, hier geht's zum Wald hoch. Ajo. Warte mal, ich muss mal kurz meinen Begleiter, meinen technischen kleinen Begleiter hier durch den Königsfuchs ersetzen. Ich habe halt noch nicht so viele, ist auch nicht schlimm. Oh, nicht du schon wieder. Schnell, komm her. Sonst kommt ihr zu. Komm her. Hihi, die wird sich jetzt voll ärgern. Na, du? Oh, du bist es. Hervorragend. Willkommen zurück, Fischlein. Wie ich sehe, hast du deinen Teil der Abmachung eingehalten. Tja, eine Abmachung ist eine Abmachung. Ich weihe dich ein kleines Geheimnis über das Vergessen ein. Alle reden über das Vergessen, als wäre es nur eine schlimme Sache, die passiert ist. Wie eine Algenblüte im Ozean. Aber das Vergessen ist viel mehr als ein flüchtiger Moment in der Geschichte unseres Dorfes. Das Vergessen wird von einem Wesen verursacht. Das Vergessen ist so echt wie du und ich. Das Vergessen ist immer noch hier und verflucht das Dorf. Warum würdest du was tun? Wer weiß, für einige natürlich nicht, für mich reicht es schon, Ärger zu verursachen. Wenn wir das Vergessen aufhalten wollen, musst du die Säulen reparieren. Sie sind das Einzige, was das Dorf vor dem Flüchten des Vergessens schützen kann. Geh jetzt und erzähl es jedem, der es wissen muss, aber sei vorsichtig, man weiß nie, wer zuhört. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Lass mal raus. So, Merlin ist doch bestimmt hier gleich irgendwo um der Ecke. Da ist Goofy. Ich bin halt wirklich am überlegen, ob wir das mit der Bouillabaisse machen. So für die Gerichte. Ich habe was für dich, und zwar eine Mupfel. Guck mal, da freust du dich doch bestimmt. Das gefällt mir, schön dich zu sehen.
Lass uns abhängen. Bringe zwei Geschenke. Ja, mach ich gleich. Ich meine, wenn ich schon am Angeln bin, dann kann er mir vielleicht auch helfen, wenn er so ab und zu mal einen Fisch droppt oder so. Oh, du willst doch unbedingt mit mir reden. Ey. Na, so gern ich die auch habe. Ich fand die in ihrem Film Ralf Reicht super, ne? Weil die mal anders war. Aber. Mädchen, gehst du mir gerade hart auf die Nüsse. Sorry. Aua. Himmel. Als wird die ja überhaupt nicht nerven. Und er sagt nicht, ich finde keine Garnelen mehr, nur weil jetzt hier die Quest abgeschlossen ist. Das ist dein Traum, weißt du? Nur du kannst helfen. Hallo. Vervollständigen gemacht. Maika, du hast die Kugel der Macht an ihren rechtmäßigen Platz zurückgebracht. Gut gemacht. Du hast fabelhafte Dinge für das Dorf getan, meine Freunde. Allerdings ist jetzt wohl auch die Meerhexe frei. Das ist eine eher unglückliche Folge davon, hä? Ihr Name ist Ursula. Wie ich sehe, habt ihr euch schnell angefreundet. Aber sei vorsichtig, Maika. Ursula würde alles tun, um mehr Macht zu bekommen. Ich bin sicher, dass sie die Stärke in dir sieht. Danke. Kann ich jetzt in Ruhe... Da schwimmt die Alte auch noch. So, da haben wir schon mal eine. Komm, schmeiß noch eine. Ich glaube, dass wir jetzt hier sind, übersteigt selbst die Vorstellungskraft meiner Vorfahren. Wozu ist der Typ gut? Ich weiß es nicht. Der macht bis jetzt, ist das, was Goofy geleistet hat, nichts. Gibt's die Garnelen nur im Blauen? Ich meine, der hätte jetzt auch einfach noch eine Garnele droppen können. Ich krieg das Angeln einfach nicht hin. Oh. Haben wir's? Mann. Ey Leute, mir geht hier bald das Ding aus. Schön, Goofy sammelt Freundschaftspunkte mit mir, ne? Aber... Der falsche Fisch. Der falsche Fisch, ey. Schwertfisch. Oh, 700. Da hockt die. Uwi. Sei doch mal ein Kumpeltyp. Es wird auch nicht besser, ne? Ja, klar. Da, wo ich es eigentlich nicht brauche, ne? Da kommt er. Da, wo ich es eigentlich nicht brauche. Hier ist irgendwas anderes.
Ist er jetzt schon wieder weg? War ich denn da? Ach, da kommt er schon. Ach, spricht man von Teufel, ist er nicht weit. Dagobert. Oh, Dagobert. Da ist die Ratte. Es müssen wahrscheinlich echt blaue sein, oder? Es wird doch irgendwo Garnelen geben. Ich kann in die Zukunft sehen. Also weiß da wird es wahrscheinlich keine Garnelen geben. Aber die nehme ich mit. Und dich nehme ich mit. Ich habe hier eben gerade was Blaues gesehen, deshalb laufe ich gerade schnurstracks dahin. In der Hoffnung, dass das nicht die Musik von Toy Story? Du hast einen Freund in mir? Und ich hab Dings gekriegt. Sehr gut. Ich spring nicht um. Oh. Ich muss warten, bis es so blaue Dingens. Aber, ey. Sorry, ne? Aber ich finde, Goofy strapaziert massiv meine Geduld. Ah, haha. Guck mal, da ist noch einer blau. Der will aber auch nicht, ne? Komm. Der eine hier. Da wird jetzt noch eine Garnele drin sein. Und dann machst du das. Und dann kriege ich noch so... Noch eine. Ich habe gehört, das willst du machen. Schmeiß noch eine, komm. Ja. Das heißt, davon haben wir jetzt vier. Vier. Ich brauche noch vier Fische. Dann haben wir alles. Dann können wir viermal Bouillabaisse machen. Das ist doch was. Ich hasse Fischen. Schmeiß noch eine. Komm. Ey, Goofy, ne? Du bist so gemein. Wie soll man eigentlich mit Ursula reden, wenn sie eh die ganze Zeit im Wasser rumwurschtelt? Ich meine, du kannst doch... Nee, du kannst gar nicht mit der reden. Guck dich das an. Wie soll ich mit der reden? Oder darf man mit der nicht reden? So. Das heißt, Spiel kaputt gemacht. Was passiert? Speichern wir mal ab. Wir gehen mal ins Haus, vielleicht beruhigt sich das denn. Nee. Okay, dann beende ich mal diesen Part. Ich werde das Spiel einfach neu starten. Weil das hört sich für mich irgendwie ungesund an. Und ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.